So, hallo, wir machen weiter. Beim Metroid Dread. Letztes Mal haben wir die Screw Attack erhalten. Und ich habe ein bisschen angefangen, den Altaria Back zu tracken. Wir haben 96% der Items. Ich weiß leider nicht, wo die letzten 4% herkommen sollen. Ich will jetzt eine Sache noch ganz kurz testen. Und zwar einmal hier in den Anfangsraum zurückkehren. Ob man da vielleicht mit der Screw Attack nach oben irgendwo, ja, ob da noch irgendwas ist. Ich glaube es nicht, weil eigentlich müsste es meiner Meinung nach blinken. Aber vielleicht blinkt es ja auch nur bei so irgendwie versteckten Blöcken oder sowas und gar nicht. Oh, komme ich hier rum? Das ist eigentlich nicht, wie ich laufen wollte. Das ist nicht, wie ich laufen wollte. Ach, geh heim. Ey, das war der falsche Knopf. Den da brauchen wir. So. Ach, come on. So. Aber. Ich habe meinen Satz vergessen. Ach so. Vielleicht verstehe ich das falsch mit dem Blinken, dass es eben nur blinkt, wenn das irgendwie irgendwelche Blöcke sind oder so, die man kaputt machen kann. Und nicht, wenn dort ein Item ist in dem Sinne. Wisst ihr, wie ich mal... Ah, ich bin hier drüben falsch. Das ist sozusagen, wenn das Item offen ist, dass es dann nicht blinkt. Das weiß ich nicht. Das habe ich noch nicht so richtig festgestellt. Deswegen will ich da einmal kurz nach oben zischen und gucken, ob da noch was sein könnte. Ist jetzt ja auch nichts Dramatisches. Wir sind ja gleich da, ne? Und dann gehen wir nach Katharis. Weil das letzte Mal war hier alles Eis, da konnte man nicht hier rum. So. Und jetzt sind wir wieder am Anfangsgebiet. Hier hat alles begonnen. Und irgendwas sagt mir, dass es hier auch enden wird, dass wir hier dann kämpfen, aber ich weiß es nicht. So, hier ist ganz stabil überhaupt nichts. Cool. Gut, das hat sich gelohnt. Ja, das war der Versuch. Nevermind. Ja, dann weiß ich nicht, wo noch was sein soll. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen und es ist wirklich was, was noch später kommt, sonst würde ich mich in den Hintern beißen. Aber ich habe das eigentlich so verstanden, dass es blinken müsste, wenn noch irgendwo was ist. Und es blinkt ja nirgends. Also bringt jetzt auch nichts, hier rumzurennen und alles Mögliche anzuerinnern. Weißt du schon. Aber man kann es jetzt so schnell hier durchbewegen, es ist so gut. Oh, das ist der Bossraum gewesen. Hier geht's gar nicht weiter. Du Arschkrampe. Ah, hier geht's wieder nicht weiter. Ist halt auch nichts. So, jetzt können wir hier mal in die Lava noch gehen, aber auch da kann eigentlich nichts weiter sein, weil das hätte es ja auch angezeigt. Also keine Ahnung. Nee, ich wüsste nicht, wo noch was sein soll. Muss ich leider gestehen, ich wüsste nicht, wo noch was sein soll. Von dem, was wir aktuell zur Verfügung haben halt, ne? Von dem, was wir aktuell zur Verfügung haben, wüsste ich nicht, wo noch was sein soll. Okay, ab nach Katharis, nicht mehr Gedanken drüber machen. Ich hätte halt gerne 100% da stehen gehabt, aber dann halt nicht. So.
Habe ich jetzt aber auch nichts, was ich markieren könnte. Das nützt mir auch nichts. Gut. In Kataris sollte jetzt noch einiges gehen. Da sollte jetzt einiges möglich sein. So. Also letztes Mal sind wir ja dann hier lang und dann kamen wir zur Square Tech. Jetzt müssen wir mal den anderen Weg noch ablaufen. Da komme ich noch nicht rein. Siehst du, da ist zum Beispiel schon mal, da ist auf jeden Fall noch was. Aber da komme ich noch nicht rein. Markiere ich mir das gleich mal für mit der Powerbombe. Zack. So. Kriegt jetzt ein gelbes Symbol für Powerbombe. Da ist was. Okay. Kommen wir da auch sofort hin? Ist das der nächste Schritt von hier aus? Ja. Das haben wir. Ist das offen? Ja, gut. Achso, da komme ich ja gar nicht. Ist das offen? Ja, gut. Also dann komme ich hier lang, komme hier lang. Okay, da kommen wir auf jeden Fall ran. So. Wenn das hier nicht auch wieder Powerbombenblöcke sind oder sowas, weiß ich ja nicht. Aber hier zum Beispiel, ne, da blinkt es halt jetzt auch nicht. Das muss ich halt erkennen, dass ich da noch nicht rein kann. Und da blinkt es jetzt ja auch nicht. Also es kann schon sein, dass wir jetzt irgendwas übersehen haben in Ataria, was ich ärgerlich fände. Aber es kann halt passiert sein. Guck mal, hier komme ich zum Beispiel noch nicht ran, das ist klar. Kann man auch gleich mal markieren. Wobei, stopp, vielleicht komme ich ja ran. Das ist ja die Powerbombe selbst. Also da komme ich ja vielleicht sogar ran. Ne? Da müsste ich ja eigentlich wirklich rankommen, weil... Um die Powerbombe einzusammeln. Doch, wobei, es kann schon sein, dass man eine Powerbombe braucht, um eine neue Powerbombe zu bekommen. Ja, werden wir gleich feststellen. Die ist zu. Da oben ist das Ding. Das will ich auf jeden Fall ausprobieren, ob ich das jetzt hinkriege. Und wenn ich mir das so angucke, hier nehme ich Anlauf. Dann gebe ich hier nämlich wieder Gas. Dann habe ich den hier gespeichert und dann komme ich da hoch. Ja, okay, ich habe es verstanden. Hab's verstanden. Rätsel gelöst. Gut, können wir auch gleich machen. Dann ist hier noch so ein Ding. Aber das ist mit der Powerbombe. Das kann man lassen. Markierung. Halt, es sollte eine gelbe Markierung sein. So. Da ist was. Auch wieder. Nee, Sput. Ah, ja. Da nehme ich hier unten Anlauf. Und dann geht's da hoch. Ja, sollten wir hinkriegen. Ja, ja, ja. Dann können wir hier wahrscheinlich... weiß nicht, was das ist. Müssen wir noch rausfinden. Aber dann können wir da wahrscheinlich relativ gut dadurch. Okay. Kriegen wir auch hin. Kriegen wir auch hin. Gehen wir gleich noch hin. Ansonsten... Hier unten blinkt's noch. Wissen wir noch nicht, weshalb. Müssen wir noch rausfinden. Okay. Da wäre wieder eine Powerbombe. Wie komme ich da ran? Weiß ich auch noch nicht. Werden wir auch noch rausfinden. Gut. Hier ist soweit alles normal. Nichts zu holen. Theoretisch. Okay, da ist wieder dieses andere Schleusending, was ich noch nicht aufkriege. Das ist wahrscheinlich ein Abschnitt, wo ich noch gar nicht rankomme. Das könnte auch sein, dass das ein Abschnitt ist, wo ich noch gar nicht rankomme. Wo ich vielleicht mit einem Teleport hinkomme, keine Ahnung. Hier ist noch was. Oh je. Ich hoffe, das ist da oben und nicht da unten, weil da unten war ich schon. Oh nee, das wäre ärgerlich. Oh, das wäre ärgerlich. Ich hoffe, das ist da unten. Ah, ja, na gut. Na gut, gehen wir erstmal hoch zu dem... zu dem ersten Lava-Bereich.
hier richtig? Nein. Ist da noch irgendwas? Nee, ne? Ich meine, die Frage ist, wenn ich das hier nicht aufgedeckt habe, muss ich dann da nochmal hingucken oder ist dann da nichts mehr? Das ist halt das, was ich immer nicht weiß. Das ist halt das Problem, was ich immer nicht so genau weiß. Genau, hier sind die Powerbomb-Blöcke. Da komme ich also noch nicht ran. Und da ist das Ding. Also mit was geht das jetzt auf? Auch Powerbomb-Blöcke? Ah, von der... Hä? Geht's hier irgendwie hoch oder was? Ah, Speedboost-Blöcke, wa? Nee, hä, hier falle ich runter. Also hier komme ich wieder runter, ja, aber wie komme ich da rein? Hä? Komme ich da rein? Bin ich, hä? Bin ich blöd? Vielleicht von viel weiter oben? Vielleicht von da? Aha! Ach so! Da hätte ich schon längst reingekonnt. Ja, moin. Da hätte ich schon längst reingekonnt. Ah ja, gut, aber das weiß man natürlich vorher nicht. Wenn man diesen Ding nicht hat, dann weiß man das gar nicht. Okay, gut. So, 61%. So, dann wollten wir hier gucken, wie man da reinkommt. Vermutlich über den Weg hier. Grapplebeam-Schleuse. Ja, da müsste ich ja hinkommen können jetzt nochmal. Ja, da müsste ich hinkommen. Da ist auch noch, guck mal, hier ist auch noch so ein Ding. Das blinkt nicht oder so, aber da muss ja was da drin sein. Dann gehen wir jetzt erstmal dahin. Hier ist einfach Lava. Aber ich versuche jetzt halt mal alles aufzudecken, so ein bisschen. Genau, da unten. Komme ich da von oben ran oder wie sieht es aus? Nee, von hier aus schon mal nicht. Ach, das ist einfach eingesperrt. Hä, das Ding ist einfach eingesperrt. Tut mir nichts. Ach, der kann von da drin schießen. Okay. Dann komme ich da nicht rein, aber der kommt auch nicht zu mir. Ah, gut, er kommt schon zu mir. Ja, 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 ist ja gut. Komme ich hier überhaupt raus? Nein. Ach, scheiße. Gut, hier unten komme ich nicht runter. Das ist jetzt schlecht. Das ist jetzt schlecht. Ah, weil dann muss ich... Ach, nee. Muss ich doch wieder den Weg zurücklaufen. Na gut. Oh, doch, ich komme da rein. Hä? Auch das hätte ich bisher gekonnt. Aber es bringt mir gar nichts. Aber jetzt ist es immerhin aufgedeckt. Null. Okay. Wie auch immer.
Die Frage bleibt aber, ob man von hier aus vielleicht irgendwie da reinkommt, aber es scheint nicht der Fall zu sein. Nee, dann wahrscheinlich von der anderen Seite. Na, dass ich hier hoch muss. Da oben lang. Und jetzt genau, jetzt kann ich hier nämlich aufmachen. Da waren wir noch nicht drin, können wir mal aufmachen. So. Und dann kann ich hier... Komme ich einfach ran, ich komme einfach ran. Okay, cool. Verstanden. Okay, Oh, come on! Ah, das ist ja lustig gemacht. Okay. Ah, mein Gott, das ist ja ultra kritisch. Aber die Raketen brauchen scheinbar länger, um wieder zurückzukommen. Ja, aber wie macht man das dann am blödsten? Ach so, ja klar. Nein, oh Mann! Bruder, wie schnell muss ich das machen? What the heck? Oh. Ich kann mich an das Ding ranhängen. Ja, okay, Moment mal. Ich bin blöd. Ja, alles gut, ich bin doof. Alles gut, alles gut, alles gut. So, kann ich noch nicht nutzen, aber ich hab schon mal. Gut, 66%. Ja, ich kann es ja stückweise runterfahren lassen. So. Sehr schön. Jetzt kämen wir dann... Wo geht's als nächstes hin? Wären wir jetzt schon da oben? Ich glaube ja, oder? Wir sind da ziemlich in der Nähe. Aber ich komme da nicht durch. Aber ich komme hier durch. Ja, okay, ich komme da jetzt hin. Ja. Oh shit. Habe ich hier keine Verbindung in diesen Weg? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein. Oh nein, ich habe da keine Verbindung da rein. Scheiße. Das lässt sich auch nicht mehr zurückdrehen. Ah, nee. Hier rum ist ja nur... Ja, hier ist halt zu. Ah, come on! Warum ist denn das so zugebaut jetzt? Ah, das ist doch bescheuert. Ich hab kein... Warum haben die denn da keine Verbindung aufgemacht?
Ah, ist das blöd. Ach, geh weg. Ah, ist das dumm. Muss ich ganz außen rum oder was? Dann gehen wir es mal andersrum. Da müssen wir mal noch durchrollen. Na, das war spannend. Ah, okay, dann gehen wir jetzt halt erstmal hier hin. So. Kann jetzt auch in die Lava, aber da ist auch nichts Spannendes, ne? Nee. Ja, schade. Habe ich mir mehr von erhofft. Nee. Das haben wir hier alles schon geholt, ne? Ja, okay. Es wäre jetzt einfach nur ungefährlicher gewesen. So. Aber jetzt. Da sind die Blöcke. Screw Attack Blöcke. Okay, cool. Nice. Ah, und jetzt haben wir hier eine Verbindung. Okay. Mit der Screw Attack. Kommt man jetzt sogar hier einfach wieder durch. Das hätte ich vorhin machen können. Nein, wenn ich das gewusst hätte, ne? Da hätte ich einfach durchgekonnt. Lul. Ah, nee, da hatten wir die Screw Attack noch nicht. Nein, ich habe nichts gesagt. Da hatten wir die Screw Attack noch nicht. Okay, dann ist hier eine Verbindung. Das ist gut zu wissen. So. Gut. Da komme ich noch nicht rein. Ich gehe davon aus, dass ich da noch nicht rankomme an das ganze Zeug. Da haben wir gegen Quaid gekämpft, ne? Hm. Ach so, das ist okay. Ja, nee, ich glaube nicht, dass wir da irgendwie... Ich wüsste nicht, warum ich da nochmal rein wollen würde, ehrlich gesagt. Ich meine, hier sieht man ja selber, na, da sind Power... Nee, da wissen wir gar nicht, was da ist. Da ist auch noch was. Okay. Dann wollen wir da doch nochmal hingehen, würde ich sagen. Ach, das ist ein Teleport, ich Trottel. Nee, will ich nicht, will ich nicht, will ich nicht, will ich nicht. Nee, will ich nicht. Abbruch. Da brauchen wir nicht mehr hoch. Also hier unter mir wäre halt jetzt Zeug, aber ich glaube nicht... Oh! Hier hätte ich schon die ganze Zeit hingekonnt. Hier hätte ich schon die ganze Zeit hingekonnt. Okay, was ist... Ah, aber hier hätte ich noch nicht reingekonnt. Okay. Vielleicht geht es jetzt ja hier sogar weiter. Okay. Ah, es reicht natürlich wieder nicht. Ah, Moment, Moment, Moment. Nein! Okay.
Verstanden. Ich komme hier erst durch, wenn ich die Powerbomb nutzen kann. Okay, weil sonst kann ich hier nicht Anlauf nehmen. Okay, gut. Also dann geht's hier mit Powerbomb weiter. Aber schon mal gut zu sehen, dass wir hier so rein können. Ne? Und dann ist hier wahrscheinlich noch... Da ist nicht viel. Da ist nicht viel. Irgendwas Kleines ist da noch. Oder halt ein Boss. Dann wäre es nichts Kleines. Möglich ist alles. Okay, von hier aus geht's nicht weiter. Von hier aus denke ich auch nicht, dass es hier irgendwie... Dass hier irgendein Weg noch nach au... Okay, ich habe nichts gesagt. Also ich will... Ich komme halt wieder zur Powerbomb wahrscheinlich, aber ich kann sie dann nicht nutzen. Aber dann haben wir sie schon mal. Alles, was wir bekommen, ist gut. Es war so klar. Ja, wir kommen auf jeden Fall ran. Was wollen wir denn mehr? Optimal. So. Wann immer wir dann die Powerbomb bekommen, können wir sie auf jeden Fall direkt einsetzen. Und zwar gleich mehrfach. Sehr schön. So. Hier noch irgendwas Spannendes? Ich glaub's nicht. Wozu? Wozu? Okay, alles klar. Nee. Ja, und hier bin ich runtergefallen, da komme ich nicht mehr zurück, das ist klar. Gut. Sehr schön. So, dann haben wir aber das hier auch gleich geklärt und müssen hier nie wieder rein. Ist doch auch was. Ist hier eine Verbindung möglich? Nein, keine Verbindung. Halt, da oben waren wir schon. Gut. Dann hier wieder raus. Es wird doch, es wird doch, es wird doch. So, dann hier wieder rein. Okay, da wollte ich noch rein. Da muss ich von der anderen Seite wieder kommen. Okay, ich verstehe. Stimmt, es war der Weg zu Quaid, bevor wir da runtergefallen sind. Richtig, ich erinnere mich. Ja, da ist leider keine Verbindung möglich. Ärgerlich, aber ist halt so. Okay, da wäre ein Blinkgebiet. Das war aber, glaube ich, die Powerbombe, genau. Komme ich jetzt von hier aus endlich da hoch? Ich glaube, ja. Alter! Samus, geh bitte da hoch, danke. Ach, komm schon. Ja, das sieht gut aus. Hey, wait a moment. Hier war ich doch vorhin schon. Dann kam ich von da ja doch nicht lang.
So. Jetzt aber gleich. Genau. Hier ist jetzt die Stelle, wo wir Anlauf nehmen. Oder? Ja, hier ist die Stelle, wo wir Anlauf nehmen. Da ist die Stelle, wo wir die Geschwindigkeit nochmal aufladen und dann können wir da hoch. Okay. Ich mach kurz die Gegner weg, dass die mich nicht nerven. Sonst funktioniert das alles nicht. Und dann haben wir das auch gleich. So, gut. Das sollte klappen. Hier durch diese Schrägen, um die geht's. Okay, wir gucken mal, wir gucken mal, wir gucken mal. So. Genau, jetzt habe ich hier nämlich nochmal. Und, ich muss da drüben nochmal aufladen. Okay, alles klar. Dann nochmal stoppen. Genau, genau, genau. Und jetzt schnell hier hoch und ab dafür. Nice. Sehr schön. Nächstes Scheinsparkrätsel gelöst. So. Da kommen wir noch nicht ran, haben wir schon gesagt. Warum ist hier ein einzelner Grapplebeam-Block? Da ist noch irgendwas, okay. Ist sonst noch irgendwo irgendwas? Ach ja, hier wollte ich noch reinschauen. Da wollte ich noch reinschauen. Ah, da muss ich jetzt wieder... Ach, es ist zum Kotzen. Okay. Da muss ich jetzt wieder runterlaufen. So. Ja, das geht doch in die richtige Richtung. Ach ja, eben. Hier war der Gang. Genau, und hier ging es nämlich zu Quaid. Richtig. Da darf ich nicht runterfallen. Da wollen wir nicht runter. Wir wollen hier drüben gucken, was los ist. Im nächsten Raum, um genau zu sein. Ach, da unten. Aha. Ah ja, okay. Gut. Passt. Ach, gucke mal, es ist doch eine Verbindung möglich. Das habe ich wieder nicht gesehen. Ja, das geht in die Richtung. Okay. Das habe ich wieder nicht gesehen. Ja, gut. Shit happens. Okay, dann jetzt. Hier ist nichts mehr. Ah, doch, da komme ich noch da. Okay, jetzt können wir mal gucken, ob noch welche offen sind. Weil da ist jetzt ja gerade einer. Okay, aber daran sehen wir jetzt wieder. Der markiert jetzt auch die, die wir haben. Ja, also der kann nicht entscheiden, ob wir nicht haben oder haben. Das heißt aber auch, ich kann sozusagen mit, mit der Markierung durch bereits Eingesammelte, kann ich auch welche markieren, die ich noch nicht eingesammelt habe. Nur, dass er halt alle markiert gleichzeitig und ich das dann trotzdem nicht unterscheiden kann. Ja, stabil.
Okay, so. Da drüben war nichts weiter, ne? Nope. War das hier? Ja. So, was sind das für Blöcke hier? Okay. Ach so, ja, okay. Das ist aber nicht, das ist kein Problem. Gut. Nice Sache. 90%. Nach oben keine Verbindung möglich. Schade. Hier ist noch dieser Block. Der wird mich noch interessieren, ne? Oder vielleicht doch eine Verbindung? Aha! Ein Teleporter sogar! Nein, ich will nicht... Nach Gavoran! Oha! Machen wir gleich, machen wir gleich. Ich will jetzt erstmal das Ding da rausziehen. So. Haben wir hier noch was zu erledigen? War hier im Moment noch irgendwas? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, ich habe jetzt alles mitgenommen, was ich gesagt habe. Weil dann gehen wir mal rüber. Dann gucken wir mal, wohin das jetzt genau führt. Warum nicht? Warum nicht? Na, hier hätten wir ja natürlich jetzt auch einiges zum Weitermachen. Ne? Hier hätten wir jetzt auch einiges zum Weitermachen. Überhaupt, wir können jetzt überall richtig viel weitermachen. Also mit der Square Tech kommen wir jetzt ja so viele Plätze und Möglichkeiten und Orte und Wege und oh mein Gott, ey. Muss ich echt schauen, dass ich konzentriert bleibe und schaue, wo alles ist. Okay, ganz kleiner Raum. Wow. Aha. Ich will jetzt, muss jetzt aufpassen, dass ich da auch wieder hin zurückkomme. Ja, aber da komme ich theoretisch wieder hin zurück. Die haben wir noch nicht, interessanterweise. Wieso haben wir die noch nicht, hä? Okay, haben wir ganz viel noch nicht. Das können wir jetzt alles machen. Das können wir jetzt alles machen. Oh mein Gott, Leute, ich will... Da können wir jetzt auch mal hochgucken. Ey, die Map-Größe überfordert mich minimal. Ach, da ist zu. Ach, shit. Ach, shit, das war blöd. Ja, ja, ich hab schon verstanden. Ich hab schon verstanden. Ich hab schon verstanden. Ja, das war der Weg hier, ich hab's verstanden. Wait a moment. Genau, da oben nämlich. Da komm ich jetzt nämlich irgendwie ran. Herrschaftszeiten! Vielleicht war es aber auch andersrum gedacht, dass man erst den anderen Teleporter findet und dann den hier. Ah,
ich wollte schnell genug sein. Okay, schade. Genau, aber jetzt komme ich nämlich hier durch. Richtig. Und da waren wir noch nicht. So, holen wir uns erstmal den Kollegen. Zack. Ah, jetzt könnten wir eigentlich uns aber auch gleich mal um die Raketen da kümmern. Ja, komm, machen wir gleich mal. Ah, okay, man kommt... Nein. Wait, wie kommt... Stopp, 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 stopp. Halt, stopp. Will ich nicht. Nein, jetzt nicht. Nein, jetzt nicht. Nein, jetzt nicht. Hier ist zwar so eine Stormbox, aber die ist von der anderen Seite scheinbar nur zerstörbar, oder wie sehe ich das? Oh, Powerbombe. Ach, ich habe für jede Ebene 6 Markierungen. Ach so. Okay, das macht die Sache schon wieder anders. Das lässt die Sache schon wieder etwas anders aussehen. Warum auch immer ich da runter... Verstehe ich jetzt wieder nicht, aber ist okay. Ja, jetzt kommen wir dann hier auch durch. Wo wir den runtergeschoben haben. Okay, ich verstehe. Aber hier komme ich leider noch nicht ran. Weil ich kann so schnell nicht reagieren, dass der mich zurückverwandelt. Na, dass ich da mich da ranhängen könnte. Hm. Muss ich dafür wieder Anlauf nehmen irgendwo? Ja, hier oben kann ich Anlauf nehmen. Okay, alles klar. Ah, du Arschkrampe. Brudi. Sag mal hier. Nein, ah, Mann, ich... Oh. Ich muss stillstehen und dann die Sprungtaste drücken. Ich muss stillstehen und dann die Sprungtaste drücken. Ah, das haben sie schon knapp gemacht, ne? Also muss man... Oh, nein, 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 nein. Ah, Mist! Mann! Haben sie schon knapp gemacht. Na, muss man zugeben. Nein, oh, ich... Zack. So nämlich. Okay. So. Da hoch wollte ich. Sonst ist hier nichts weiter. Also jetzt wirklich nicht, ne? Das da ist nicht relevant. Das haben wir gemacht. Okay, genau. Okay, wie geht das da? Oh nein, Boss. Boss. Das ist ein Bossraum. That's a boss room. Okay. Okay.
Dann gehen wir doch mal freundlich vorher speichern. Und gucken mal, was da kommt. Da oben ist einfach ein Bossraum. Den schauen wir uns noch vorsichtig an, aber den werden wir wahrscheinlich erst im nächsten Part dann angehen. Ah, okay, Speedy. Aber vorher machen wir den Speedy. Machen den Weg da nach oben frei. Oh mein Gott! Gib mir das. 2 von 4, sehr schön. Aber okay, das würde zu dem Teleport würde das gar nicht führen. Alles klar. Dann speichern wir den auch nochmal kurz. Und dann gucken wir uns den Boss an. Jetzt aber wirklich. Jetzt aber wirklich. Oha, das ging schnell. Sehr gut. So, auf geht's. Boss mit Sequenz oder... Nein. Sind es dann vielleicht einfach nur wieder Josu-Krieger? Ach, der kommt hier noch gar nicht in dem Raum, oder was? Ja, okay. Das ist aber auch nicht der Boss. Den kennen wir auch schon, den Kollegen. Ach so. Ja, das ist ungünstig, dass ich hier stehe, ne? Ah ja. Ja, vielleicht schieße ich vorher. Oh, das ist frech, Kollege. Okay, weg mit der Scheiße. Aber nicht schwierig, nicht schwierig. Wenn man weiß, was man machen muss, nicht schwierig. Okay. Okay. Was wäre jetzt, wenn ich hier oben weitergehen würde? Achso, das ist zu. Habe ich gar nicht gesehen. Ja, moin. Ja gut, dann haben wir ja nur die Option, hier runterzufallen. Aber ärgerlich, dass man den nicht vorher einsacken kann, ne? Ach komm! Da vorher sich Energie abziehen zu lassen, ist natürlich auch dämlich. Aber wie gesagt, wenn das jetzt alles war, was der kann, dann ist es halt wieder ein bisschen aushalten. Nicht sonderlich schlimm, nicht sonderlich schlimm. Nur nervig erst den anderen zu besiegen, das dauert halt 3 Jahre gefühlt.
So. Ich trottel, ey. Ich schieße immer zu langsam. Okay. Ah, wie weiche ich dem denn am besten aus, Mann? Alter! Oh, das war's schon, ja moin. Ja, easy. Ja, easy. Ist das die Powerbombe? Oder was? X-Bombe, was ist das denn? Ist das die Powerbombe? Nee, oder? Die Powerbombe heißt ja eigentlich Powerbombe. Was ist denn die X-Bombe? Eine gewaltige Bombe, deren Druckwelle sich in horizontaler und einer vertikalen geraden Linie ausbreitet. Aha. Ich wusste noch gar nicht, dass ich die will. Okay, ja gut, dann haben wir die jetzt. Ich meine, ja, damit kann man an andere Sachen wahrscheinlich höher jetzt so... Na, ich meine, es bringt den Ball zum Beispiel sehr viel höher. Aber wie gesagt, ich wusste noch gar nicht, dass ich die will. Aber wahrscheinlich will ich die. Gut. Ja, okay. Man kann damit sehr schnell Sachen öffnen, verstanden. Oh! Das bringt mich über die Dinger drüber. Weil ich dann schneller drüber komme. Aha. Very interesting. Sehr interessant. Okay. Das ist tatsächlich was, was mich interessiert. Okay. Das kann man tatsächlich gut gebrauchen. Und dann geht's jetzt hier weiter zu dem Ding. Zum nächsten Teleport. In ein komplett neues Gebiet. Will ich da schon hin? Eigentlich nett. Also ganz ehrlich, wir haben im Moment so viel zu tun. Ich will eigentlich jetzt nicht in ein neues Gebiet. Ah. Entscheiden wir uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.